Also herzlich willkommen in unser allererster Pop-Up hier, One Ray Gardens Vertical Racks in der UK. Ich glaube, Retail war bei dem 3000 Euro. Das ist ein Chrome Belt und die Jewelry ist Chrome, die Jacke ist Chrome, das Bracelet ist Chrome. Ja, war stark, Digi. Maschallah. Mach nochmal. So, Leute, pünktlich zum Sonnenuntergang melde ich mich hier aus Wien-Simmering. Ich fahre jetzt im ersten oder zweiten, Digga, keine Ahnung. Aber treffe mich jetzt erstmal mit Tommy. Also 18:40. Ja. Okay, easy. Dann Museumsquartier. Passt. Mach mal. So, jetzt kurz Billa gewesen und jetzt hören wir uns zusammen die Ausrede an, die Tommy wieder hat, hier um zu spät zu kommen. Mittlerweile hat sich diese Anzeige dreimal zurückgesetzt von 3 Minuten und 6 Minuten auf nochmal 10. Und ich frage mich halt nur, ich check auch die ganze Zeit Google nebenbei, ich frage mich halt nur, was passiert mit diesen Straßenbahnen, Bro? Bro, ich bekomme so einen Hals, Alter. Ja, jetzt, wo du schon zu spät bist, begrüß mal die Leute. Yo, Leute, willkommen wieder in Wien, auch für mich das erste Mal hier wieder. So, jetzt sind wir hier an der Location angekommen. Ja, ist das Kate Moss? Bro, forever crush, I swear to God. So ein bisschen, weißt du noch, als Fabi mal in einem Vlog gesagt hat, es wird zu viel geraucht in den Vlogs? Bei mir brauchst du das nicht machen. Zünd an. Nee, ich hab Alkohol. Jetzt zünd doch an. Ich hab Alkohol, ich hab nichts zum Anzünden. Leute, wir sind jetzt heute fertig. Die Jungs haben hier alles aufgebaut, damit für morgen und übermorgen alles bereit ist. Das war's von uns für heute. Und dann sieht man sich hoffentlich morgen bei einem erfolgreichen Opening. So, heute wird's ernst. Heute Pop-Up. Und der Wind hier in Wien hat mich gerade so durchgenommen, oh mein Gott. Also Haare sind schon mal tot, meine Augen drehen, Digga. Oh, jetzt ein etwas entspannteres Morgen-Intro. Mal abchecken jetzt, was da abgeht. Ich bin mega gespannt. Ich habe hier auch mein Y-Project-Knit dabei. Und vielleicht kann man den ja auch sellen. Wäre auf jeden Fall cool. Ja, und vielleicht schaffe ich es ja, ein paar nice Momente einzufangen. So, besser kann er morgen gar nicht anfangen. Guten hast du auch noch? Boah, geil, das Alter. Das Einzige, was bei mir Vanilla ist mein Kaffee. Ich kaufe mir keine Chick mehr zum Rauchen. Mich haben ehrlich gesagt die Kommentare ein bisschen dazu motiviert. Ich wurde gecatcht. 15 Chick in einem Video. Danke fürs Shoutout. Fahr auf erstmal eine Zigarette. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir sie zum Pop-Up gleich, oder? Also herzlich willkommen hier unser allererster Pop-Up hier, One Ray Gardens Vertical Racks in der Bookie. Und hier sind halt unsere Fläche. YouTuber sind wieder da, ich glaub's nicht. Hi! Also super geil, das ist ja alles von Jackets bis hin zu Blazer. Hier Knitwear, Westen, unfassbar gute Hosen. Wir haben auch schon die ersten Sachen von Nuki, ganz viel gesourced aus Tokio. Ihr müsst natürlich auch mich unterstützen, ne? Es ist natürlich auch was anderes dabei, so ein bisschen zur Orange, Jungs. Es muss nicht immer alles Avantgarde sein, man kann auch was SLP tragen. Darf Andy Mueller, Mr. Balenciaga, Vivian Westwood haben wir auch da. Ich darf mir hier jetzt ein Kunstwerk aussuchen, habe ich gehört. Tommy kriegt eins for free. Du kriegst auch eins for free. Das habe ich The Beast Inside Me genannt. Es ist aus Echtpelz und es hat mich irgendwie angelacht, halt auch mit verschiedenen Strukturen. Und einfach mit verschiedenen Materialien zu arbeiten, weil ich das irgendwie ein bisschen langweilig fand. Es muss nicht immer nur plain Acryl und das alles sein. Ich finde, du hast halt dieses Medium Gemälde, kannst du so erweitern und ausleben und dich da irgendwie viel mehr austoben, als man eigentlich denkt. Und das hat so die Bedeutung. Ich finde, jeder von uns trägt so eine gewisse Wut auch in sich, gewisse Aggression, die er rauslässt. Und für mich hatte das was Animalisches. Deswegen auch das Biest, was man ja mit so, ich sag mal, Bären, auch so Fabelwesen mit Fell und alles irgendwie verbindet. Dann habe ich das halt einfach bezogen hinten, getackert, das fand ich ganz schön, genau. Also ich fange jetzt hier an mit den Boots und den Accessories, also von Rick Owens, das sind so auch richtige Premium. Zeig mal hier die Kiss Heels, so die absoluten Classics. Und natürlich fragen sich auch natürlich viele, warum die Kiss Heels heißt, das liegt einfach an der Band. Dadurch heißt es einfach Kiss Heels. Junior Watanabe Kleid von 2007. Darunter habe ich ein Emilio Mista Skirt gelayert, Hose von COS und Saint Laurent Cowboy Boots. Ringe sind alle von meiner Oma und Schmuck ist auch von meiner Oma. Eine Tiffany Kette und Kinky Berlin, keine Ahnung, irgendein Shop. Okay, mein Name ist Noah von Vertical Rex, Jonas von Vertical Rex. Wir führen euch heute mal ein bisschen rum. Hier hatten wir einmal eine Jacke von Kiko Kostadinov von der Spring Summer 19 Turkey Season. Genauso heißt auch die Jacke, wunderschöne Farbe.
Mintgrün. Ja, bei einer meiner Favorite Pieces. Und zwar ist das ein Namacheco Coat von einer der ersten Seasons von Namacheco, also einer der ersten Runway Seasons. Ist von Spring Summer 19 und hat dieses wunderschöne Design hier unten, vorne sowie auch hinten. Und ist wirklich aus sehr robustem Stoff, weil das ist eigentlich Material für Möbel. Dementsprechend hat es auch einen mega hohen Retail. Ich glaube, der Retail war 2.000 bis 3.000 Euro und ist wirklich ultra rare. Also gibt es in 4 Colorways und ich denke, beispielsweise der Grüne sollte es nur eine Handvoll auf der Erde geben. Habt ihr da auch so bestimmte Gründe, warum euch das gefällt? Also ich frage aus dem Grund, weil es eigentlich auch genauso das ist, was mir besonders gut taugt. Die ganze Ästhetik ist halt sehr technical, aber gleichzeitig auch elegant und sehr wearable. Und die Verarbeitung, die Details, alles drum und dran, stimmt bei beiden Brands. Code von der Namacheco, vielseitig tragbar. Als wir eben über Qualität gesprochen haben, ist halt ganz klar die Hardware. Man hat hier Cobra Snap Buttons, ich weiß gar nicht wie viele. 1, 2, 3, 4, 5 mal mindestens. Und dann hier noch ein, ich glaube sogar ein Rakakni-Zipper, lass mich mal schauen. Genau, ein Rakakni-Zipper ist mit einer der besten Zipper, die ein Piece haben kann. Und das ist halt auch ein Grund, warum wir Namacheco so lieben. Wie fandet ihr denn die Autumn Winter 23 jetzt eigentlich? Die neueste ist nicht so hundertprozentig unseres. Interessant natürlich. Genau, viele was dabei. Unser Style geht jetzt eher Richtung weg von unserem Style, aber ist ja kein Problem. Qualität ist nach wie vor da und ein oder anderes. Also wir halt sagen, ist halt echt, dass Namacheco halt eher für Jackets und Tops ziemlich gut ist und Kiko eher für Hosen. Ja. Weil ich sehe gerade bei Namacheco noch viel Potenzial bei den Hosen, weil oft ist der Cut, aus unserer Sicht natürlich, das ganz rein persönlich, immer ein bisschen off, weil oft sind die cropped oder slim und wir stehen halt eher auf straight und langen Cut. Mhm. Genau, bei Jacken sind wirklich bei jeder Season immer zwei Teile dabei, die wirklich top sind. Hier haben wir noch eine Beauty und zwar ein Magella Coat. Ich glaube, der ist von Vorwinter 20 oder Vorwinter 21 oder 19, irgendwie so in den Dreh. Ultra schwer, hat auch dementsprechend einen krank hohen Retailpreis. Also ich glaube, Retail war bei dem 3000 Euro. Hat sehr, sehr viele Details, man hat die unterschiedlichen Knöpfe, rotes Contrast Stitching, man hat hier oben noch Piping mit Studs. Mit goldenen Eyelet Studs. Man kann den auch unterschiedlich tragen. Ist double breasted, kann man hier mit den Buttons zumachen, kann man hier mit den Snap Buttons öffnen. Jedes Detail, was jemals einen Mantel hatte, hat dieser Mantel. Hinten noch ein Strap, kann man auch öffnen, dann dangelt der halt ein bisschen runter. Hinten ein Slit, den man öffnen kann. Auch meistens Lining. Das ist, glaube ich, ein Cupro Lining in Braun. Also auch wirklich krasse Qualität. Also alle Pieces, die ihr jetzt gesehen habt, sind online erhältlich bei unserem Online-Shop www.verticalrex.com. Das ist hier irgendwo eingeblendet wahrscheinlich. Okay, was steht noch so in der Zukunft an? Also wir wollen noch mehr Pop-Ups machen. Das ist jetzt somit unser zweiter. Wir hatten ja vorher in Köln mit NoFave Studios. Wir wollen wirklich noch mehr machen, deutschlandweit. Mehr Pop-Ups. Vielleicht Paris, Köln. Zur Fashion Week wird sich vielleicht anbieten. Ja, auch nicht viel. Ist halt der Physical Store, je nachdem in Antwerpen, Paris oder Berlin. Mal schauen. Schuhe, Kiss Heels. Hose ist so eine von Junko, aber es ist so eine Copy-Brand. Das ist ein Chrome-Belt und die Jewelry ist Chrome, die Jacke ist Chrome, das Bracelet ist Chrome. Brille ist eine so Vintage Dior-Shape. Das ist New Era. So, und hier einfach noch Coworking Space. Es geht bei euch? Moin Meister. Alles frisch? Gerade Selektion. Ihr selektiert von einem Editorial. Ja. Sehr nice. Aber zufrieden bis jetzt? Ja, sehr. Ja, voll. So, jetzt kurze Coffee Break hier. Cappuccino mit Hafermilch. Hummus. Der wird gleich umgerührt. Ich weiß auch nicht, warum ich immer dafür gejudged werde, weil jetzt mal ganz ehrliche Frage. Und da bin ich immer noch pissig, dass du das rausgeschnitten hast. Wenn ihr Zucker reingebt, dann musst ihr ja umrühren, oder? Looks like there's a tornado out there right now. So, erster Tag vom Pop-Up ist rum. Ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Also die Boys schauen zufrieden aus. Jetzt auf jeden Fall. Plan zu Tim, dass sie sich alle umziehen können und dann gehen wir zur Show. Moin, meine Kebabs. Heute gibt es Döner, wie immer. Leute, was ganz, ganz crazy ist, es gibt jetzt hier einen neuen Proteinriegel in Wien. Den habe ich das erste Mal gesehen. Das ist dieser hier von Koro. Moritz heißt der. Vanilla Cookie Dough. Der ist wirklich wild, also probiert den mal. Please no. Auch gleich noch einen Drink geholt. Mach mal Gang Signs. Nein! Flasche holen. Got the trip. Switch war insane.
Intro vom zweiten Pop-Up-Tag hier im Bagelladen. Ja, erstmal schönes Frühstück holen, gell? Danach setzen wir uns schön in den Park, genießen unseren Bagel und unseren Kaffee und dann schauen wir wieder zum Pop-Up und checken ab, was heute ansteht. Ein bisschen Family and Friends Chill Day, schätze ich mal. Mal schauen, wie viele Leute noch aufkreuzen nach gestern. Wir haben so endgeil bestellt, so zwei Chicken Avocado Bagel und einen so Peanut Butter Jelly Bagel im Geschmack. Und Rating vom ersten Biss. Ja, Leute, echt Respekt an Fabio, dass er sich immer so gedulden kann. Ich fange nämlich immer an zu essen und der whippt noch seine Cam aus und der sagt, der isst, macht keinen Bissen. Aber ist gut? Ja, ich liebe Bagel, echt, kann man nie was falsch machen. Also hier erstmal der Avocado Chicken, machen jetzt Live-Testing. Junge! Da müsste ich eigentlich sogar fast mein Wasbar-Rating von letztem Antwerpen-Vlog ändern. Das wird runtergestuft auf eine 7, das ist eine 9, definitiv. Ja, sag Review, ich finde den behindert. Der ist endhart. Ich habe sowas noch nie gegessen, aber das ist ja geisteskrank. Ey, bei dir sind die okay, auch... Okay, Tommy, setzt du nochmal auf? Battle. Bei wem ist sie besser? Ja, Tommy. Ja, safe, Tommy. Ja, bei Tommy ist schon wild. Also, starten wir von oben. Namacheco-Mantel. Drunter ein Dries-Blazer. Und darunter auch noch ein Dries-Hemd mit Embroidery hier. Krawatte, irgendeine random Amazon-Krawatte. Hose ist von Anne Möhlemeester mit den Dangle-Details hier. Und die Schuhe sind Stefan Kuh. Sehr krass. So Leute, wenn man die Möglichkeit schon hat, Kiko Pieces zu probieren, dann ist der Fabi natürlich immer am Start. Schon nice eigentlich. Grün halt. Ja. Das ist eigentlich schon ein cooles Teil. Ja, voll. Ich finde den Kragen dope. Aber es ist mir irgendwie ein bisschen zu sportlich, so finde ich. Es ist ein bisschen Tracksuit-haft, finde ich ja. Der Mann hat einfach die schönsten Nippel, die ich je gesehen habe. Wow. Man muss wirklich sagen, die Vertical Boys haben 10 von 10 Hosen-Game, also da sitzt wirklich alles. Oder ist approved? Ja. Da ist das Basic. Ey, alle sind so knocky, es ist einfach 2 Tage, zehrt schon an einem. Thomas Love Rating. Süß-Sauer Chicken war echt solide, bisschen viel, weil ich vorher noch vom Hummus voll bin, aber 8,5 von 10, danke. Ich gebe auch eine 8,5 von 10. Rindercurry war top. Was hatte ich denn nochmal? Achso, ja, grünes Curry. Ja, war stark, Digi. Mashallah. Ja, was für ein Rating? Achso, ja, schon eine 8. 8,5. Elena? Tofu Curry war sehr gut. Würde fast 9 sagen. Stadig, ja. Und selbst? Boah, ich selbst sag knusprige Ente schon 9. So, und jetzt ein paar Schlussworte zum Pop-Up. Wie ist gelaufen? Was so euer Review? Ja, also ich bin Julius, Founder von One Way Garments und ich muss wirklich sagen, es ist ein wirklich sehr gelungenes Event war hier. Super nette Leute kennengelernt, unfassbar guter Geschmack gehabt. Die Kleidungsstile waren super. Gespräche. Ja, also ich bin die Ahn von Nobuki und ich muss auch sagen, es hat sich voll gelohnt und es sind voll viele Leute vorbeigekommen. Auch sehr viele interessante Characters. Was geht? Ich bin Noah, Co-Founder von Vertical Rex. Und uns hat natürlich das Event auch sehr gut gefallen, auch mal alle Online-Kunden echt zu sehen. Die Outfits waren wirklich alle super, die Gespräche waren toll, es waren echt coole Leute am Start. Und ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich denke, wir werden da auch noch mehr in Zukunft bringen. War echt ein geiles Event. Ich denke mal, dass auf jeden Fall zur Debatte steht. Berlin hatten wir gesagt, genau München, Köln, eventuell sogar noch Hamburg. Aber da müssen wir einfach das Video im perfekten Stand dafür finden. Okay, Leute, das war's mit dem Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und haut rein. Leer.